Hi Freddy, meine Güte, 8 Jahre ist es schon her. Weißt du noch damals, als wir im Soccer Point, Carsten und ich, dich engagiert haben und du hast dich auf das Wagnis B-Liga mit dem TuS Bochum mit den richtigen Farben, den Schwarz-Gelben, eingelassen? In wenigen Tagen gehen 8 gemeinsame Jahre zu Ende. 8 Jahre mit Höhen und mit Tiefen. Gleich im ersten Jahr haben wir es geschafft, den Aufstieg von der B in die A-Liga zu realisieren. Auch ich möchte Danke sagen, Fred, für die schöne lange Zeit mit dir zusammen, für deine motivierenden Ansprachen, für deine Erfahrungen, die ich sammeln konnte, die du mir weitergegeben hast. Hi Coach, deine Zeit ist abgelaufen. War auch mal an der Zeit jetzt langsam, würde ich sagen. Ich danke dir für eine tolle Saison, die wir beide zusammen hatten, beim geilsten Verein der Welt. Ich danke dir für die Männer von Flake. Ich danke dir für Bauchmuskelnübungen, wo ich bis heute staune, wo du diese mega Bauchmuskeln näherst. Ich glaube, Tobi vor allen Dingen, der staunt da auch jedes Mal noch. Ich danke dir für 12 Kilo in einem Jahr, für deine Geduld und wünsche dir für die neue Aufgabe alles, alles Gute. Viel, viel, viel Gesundheit. Ich denke, das ist am Ende noch viel wichtiger. Ja, moin Freddy. Schöne Grüße vom anderen Ende der Welt, aus Australien. Ich konnte ja leider bei deinem letzten halben Jahr als TuS-Coach nicht mehr mit dabei sein. Aber ich bin mir sicher, dass du auch in deiner letzten Saison und sowieso auch in den Jahren davor viele tolle Momente an der HIAC hattest. Ja, Freddy, 8 Jahre sind zu Ende. Eine Ära echt, die du geprägt hast. Mehr als die Hälfte dieser Zeit war ich mit dabei und durfte echt so Highlights erleben wie Platz 3 bei den Stadtmeisterschaften oder auch diverse Derby-Siege oder Kantersiege. Moin Fredden, der Renz meldet sich auch noch mal. Es ist gerade ungefähr 6:25 Uhr und ich glaube, das ist genau der Zeitpunkt, wo damals unsere Meisterfeier geendet ist. Alter Schwede, war das eine Sause. Geiler Trainer, geile Truppe, mega Saison, nicht mehr zu toppen gewesen. Mahlzeit Coach, vor 8 Jahren begann unsere gemeinsame Reise beim TuS in der B-Liga. Wir haben direkt den A-Liga-Aufstieg geschafft. Da habe ich auch direkt deine besten Qualitäten auf der Tanzfläche kennengelernt. Hi Fred. 8 Jahre TuS Bruchhausen gehen jetzt bald zu Ende. 8 tolle Jahre, die ich persönlich in bester Erinnerung behalten werde. Du hast es geschafft, mit deinem unermüdlichen Einsatz und deiner Leidenschaft die erste Mannschaft des TuS aus der B-Liga hochzuholen und zu einem etablierten A-Liga-Team zu machen. Hallo Freddy, eine lange Ära beim TuS Buchhausen geht für dich zu Ende. Es freut mich sehr, dass ich ein Teil davon sein durfte. Ja, Freddy, 1,5 Jahre durfte ich jetzt ein Teil deiner Mannschaft sein und was mir besonders positiv in Erinnerung bleiben wird, werden deine Kabinenansprachen. Deine Wörter wie Wup, Wup in the Box oder jetzt gehen wir ran wie Max an der Graupen, die werden auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Hi Fred, mit deinem Abschied endet auch für mich eine Serie. Denn egal, ob in den letzten 15 Jahren der Trainer der ersten Mannschaft Jochheim, Losjew, interimsweise Schulte oder wie zuletzt Quebemann hieß, ich durfte unter allen mindestens ein Spiel machen. Servus Fred, ich wollte mich einmal für die letzten schönen 2 Jahre bedanken. Ja, lieber Karl Friedrich Quellmann, auf dich ein Gin. 8 wunderbare Jahre beim TuS gehen vorbei. 3 durfte ich begleiten. Ich wünsche für die Zukunft alles Gute. Hi Zecke, ich denke mal, wir hatten eine sehr schöne Zeit, auch natürlich mit Höhen und Tiefen. Eines der Höhepunkte war der Adiga-Ausstieg vor ein paar Jahren, aber auch unsere Deals an unseren Kofferräumen, denke ich mal, zählt einmal zu diesen Höhepunkten. Ich hoffe, du weißt da, was damit gemeint ist. Alfred, mit dieser Videobotschaft möchte ich mich erstmal bei dir bedanken. Für die Jahre, wo ich in Bruchhausen gespielt habe, wo du mein Trainer warst, war eine sehr, sehr schöne Zeit. Also werde ich immer in Erinnerung behalten. Freddy, liebe Grüße von der kleinen Lilly und Fabi Petermann aus Arnsberg. Auch wenn der HSV leider in der neuen Saison der zweiten Liga spielen wird, weiß ich doch, du bist, warst und wirst immer ein erstklassiger Trainer sein. Wir hatten ein tolles Jahr und noch eine viel, viel coole Abschlussfahrt zusammen, an die ich immer gerne zurückdenke. Wenn ich dich mal suche, dann weiß ich, ich finde dich in Silbersack. Lieber Freddy, seit 10 Jahren kennen wir uns jetzt nun so langsam schon. Wir sind zusammen aufgestiegen. Ich habe mit dir gespielt, unter dir gespielt, mit dir trainieren dürfen. Es waren wunderschöne 10 Jahre. Unvergessen, unser Aufstieg aus der B-Liga in die A-Liga wieder zurück. Du hast den Verein wieder dahin geführt, wo er hingehört, nämlich in die A-Kreisliga.
und hast aus dem Verein auch eine kleine Familie wieder gemacht. Und dafür möchte ich dir an dieser Stelle auch noch einmal ganz, ganz großen Dank aussprechen. Hi Freddy, ich wollte mich für die kurze, aber schöne Zeit bei dir und auch bei Steffen bedanken. Du hast mir beim ersten Saisonjahr durch deine vielen Tipps und auch durch dein Vertrauen sehr viel weitergeholfen. Daher bin ich dankbar, dass du auf mich zugekommen bist, als es letztes Jahr hieß, für die neue Saison zu planen. Eine zweite Sache, die ich gerne loswerden möchte, ist in Bremen, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, da waren wir morgens im, an der Weser frühshoppen und dann bist du auf die Idee gekommen, Wein zu trinken und das kam dir, glaube ich, gar nicht gut. Und dann musste man nicht um 4 Uhr ins Taxi nach Hause setzen, also Richtung Hotel. Ich war zufällig auch gerade am Hotel und gucke aus dem Taxi und sehe nur dich vorm Hotel am Singen. Senegal, geil, geil, illegal und so weiter. Vielleicht erinnerst du dich noch dran. Wenn nicht, kann ich es auch nachvollziehen. Hey Freddy, zu Anfang deiner TUS-Karriere durfte ich ja auch dran teilhaben. Das war eine geile Zeit. Vielen Dank dafür, hat echt Spaß gemacht. Der Aufstieg war dann der krönende Abschluss, direkt zu Beginn deiner Karriere beim TUS. Dir in Freinol alles Gute und wenn du nicht mehr weiter weißt, meine Nummer hast du, kannst gerne anrufen. Hi Fred, ja, zum Abschied sagt man meistens Worte, die man sonst nicht gewählt hätte. In 8 Jahren hätte ich mir wirklich keinen besseren Trainer vorstellen können als dich. Du übergibst diesen Verein viel besser, als du ihn übernommen hast. Und das liegt zum Großteil an deiner super Arbeit. Du hast leidenschaftlich mit Ehrgeiz und Willen diesen Verein, diese Mannschaft nach vorne gebracht. Und das über 8 Jahre. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, hat sie mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Wenn ich nur daran denke, wie wir bei Körner das Osterei geklaut haben und am nächsten Tag von uns dran keiner was wusste davon, das war überragend. Hi Coach, wenn ich an unsere Zeit beim TUS Bruchhausen denke, dann fallen mir die legendären Hallenturniere ein mit ein paar verrückten Ideen, die auch ab und zu geklappt haben und einmal ist sogar ein 3. Platz dabei rausgesprungen. Ja, wenn ich an die Zeit mit Freddy zurückdenke, dann fällt mir neben dem Aufstieg in die Kreisliga A, dann direkt das Jahr danach haben wir gegen Fanul gespielt. Die sind dann mit 10 Punkten Abstand oder 11 Meister geworden. Nach etlichen nicht verlorenen Heimspielen kam irgendwann Tora Freinol zu uns auf die Asche. 3-0 zur Halbzeit lagen wir hinten. Ja, zur Halbzeit und die ganze Jagd war voll und alle waren enttäuscht. Doch, der TUS schlägt zurück. Ja, dann hat Freddy eine richtige Ansprache rausgehauen. 4-3 nach 90 Minuten. Ein Wahnsinnsspiel, was wohl allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleibt. Und da haben wir das Spiel noch 4-3 gewonnen. Also das ist das, was mir immer sehr in Erinnerung bleibt. Aber das Highlight schlechthin, was es in den Jahren gab, waren echt deine Feldverweise oder Platzverweise als Trainer. Jedes Mal musstest du hinter die Bande, weil du gemeckert hast. Das war wirklich das absolute Highlight für mich. Aber eins muss ich sagen, du bist deiner Linie immer treu geblieben und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, den du einschlägst. Ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute für die Zukunft im Freinol. Du wirst das da wirklich wuppen. Und jetzt einmal dein Lieblingsgetränk, ein leckeres Guinness. Prost! Unvergessen bleiben deine emotionalen Ansprachen vor den jeweiligen Spielen. Ohne dich hätte ich persönlich wahrscheinlich auch nie den Phoenixsee in seinem vollen Ausmaß kennenlernen dürfen, sowie viele neue Stadtteile in Dortmund kennengelernt, so, die wir immer besucht haben zu den Freundschaftsspielen. Unvergessen unsere ganzen Telefonate von Montag bis Sonntag, wo wir immer wieder das Spiel, das Sonntagsspiel diskutiert haben, Pro, Contra, Aufstellung, Training. Es war eine wunderschöne Zeit. Aber natürlich auch, dass ich dich in 8 Jahren davon überzeugen konnte, dass Schalke noch der bessere Verein ist im Ruhrgebiet. Und ich wünsche dir trotzdem alles Gute in Freinol. Und wir werden uns, denke ich mal, auch irgendwann mal wiedersehen auf dem Sportplatz, vielleicht als Gegner, spätestens in der Halle bei den Stadtmeisterschaften in Meschede. Aber bis dahin alles Gute. Vielen, vielen Dank dafür. Etliche Bierchen, die ein oder andere Feier, aber leider auch die ein oder andere Niederlage mussten wir zusammen erleiden. Aber es gab auch große Pokalgewinne für dich. Erinnerst du dich noch? Genau, unser Spielchen mit Ossi. Geile Zeit mit dir. Viel Erfolg weiterhin
bei allem, was du so vorhast in deinem Leben noch. Und wenn du in Franoren einen guten Kicker suchst, dann rufst du mich nicht an. Und du weißt, ganz dünnes Eis. Junge, ganz dünnes Eis. Das möchte ich dir einfach nur mit auf den Weg geben. Viel Erfolg, vielen Dank auf deinen weiteren Wegen. Egal, wo es sich hinführt, und man sieht sich bestimmt wieder. Okay, und einen habe ich noch, Freddy. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, dass du mein letzter Trainer warst und meine aktive Laufbahn ich unter dir beenden durfte. Danke auch dafür. Schade, dass es dieses Jahr mit dem Aufstieg leider nicht geklappt hat. Ich wollte trotzdem mal Danke sagen für alles, was du dem TuS und mir Gutes getan hast. Ich wünsche viel Erfolg in Freinol, alles, alles Gute und Gesundheit natürlich. Das steht über allem, Freddy. Ich hoffe, man sieht sich mal wieder. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Glück bei deinem zukünftigen Verein Freinol. Alles Gute. Wünsche dir für die Zukunft natürlich alles Gute und ich bin mir sicher, man läuft sich auch mal wieder auf ein Bierchen über den Weg. Ich wünsche dir diese Zeit identisch auch in Franul, dass du auch dort ein so wunderschönes Umfeld findest, wie du es hier verlassen hast und aufgebaut hast. Und ich gratuliere den Franulern zu einem überragenden Trainer. Und hiermit möchte ich dir auch alles Gute in Franul, viel Erfolg und viel Gesundheit wünschen. Ich wünsche dir bei deiner neuen Aufgabe in der Bezirksliga nur das Beste. Alles Gute, viel Erfolg, privat immer beste Gesundheit. Auf diesem Wege viel Erfolg in Freinol, Freddy. Wir sehen uns. Ich wünsche dir viel Erfolg in Freinol bei deinem neuen Verein und ja, viel Glück. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute und bleib, wie du bist. Damals kamst du als Stürmer, als Hallenzauberer zu uns. Heute gehst du als Freund. Also viel Glück weiterhin und bleib so, wie du bist. Daher danke ich euch für die schönen Spiele, bei denen ich aushelfen durfte. Und jetzt wünsche ich weiterhin viel Erfolg und man sieht sich. Ich wünsche dir sportlich und beruflich, privat, in allen Dingen natürlich alles, alles Gute. Hoffe, du hast hier an der Küppelkampfbahn genauso Erfolg wie beim TuS bei uns. Und wie gesagt, ich hoffe, man sieht sich wieder. 7 Tage brennt der Küppelturm. 7 Tage brennt der Küppelturm. 7 Tage brennt der 7 Tage, brennt der 7 Tage, brennt der Küppelturm. Auf dem Rasen tanzt der TUS, auf dem Rasen tanzt der TUS. Auf dem Rasen tanzt der, auf dem Rasen tanzt der, auf dem Rasen tanzt der TUS. Ich hoffe, man sieht sich wieder. Ballhoi. 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 Ciao. Bis dahin, alles Gute. Prost auf dich. Wir sehen uns, hau rein, Fred. Ciao. Balloi. Mach's gut, bis dann, ciao. Wir sehen uns die Tage, Glück auf. Und mach's gut, bis bald. Alles Gute, hau rein. Mach das Beste daraus. Mach's gut. In Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf Wiedersehen.